Hallo vom Franchise Forum 2013 in Berlin. Bei mir ist Frau Martius, Franchise-Expertin der ersten Stunde. Hallo Frau Martius. Ja, danke schön. Schön, dass ich auch wieder mit dabei sein darf. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Martius, Sie stehen für Fairplay Franchising. Das impliziert die Einbindung der Franchise-Partner in das System. Aber welche Instrumente gibt es denn da? Ja, Fairplay Franchising ist ja der Titel meines aktuellen Buches. Einer der ganz wesentlichen Instrumente, die immer mehr auch genützt und eingesetzt werden, sind sogenannte Beiräte oder Ausschüsse. Ja, da gilt es einfach, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und welche Aufgaben hat dann so ein Beirat? Das ist sehr vielseitig. Ja. Also ein Beirat kann einerseits beratende Funktion haben, aber kann auch, und das kommt immer mehr, um eben die Partizipation sicherzustellen, immer mehr auch entscheidende Funktionen haben. Ja. Es geht darum, das System zu vertreten, ja, die Interessen nicht nur von einer Seite, sondern des gesamten Franchise-Systems. Also dafür zu sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden können von allen Beteiligten, die der Weiterentwicklung des gesamten Systems dienen. Also es kann zum Beispiel sein im Marketing, wie werden Marketinginstrumente eingesetzt oder welche neuen Instrumente braucht es im Vertrieb. Aber auch zum Beispiel abzufragen, welche Ausbildungen brauchen die Mitarbeiter von Franchise- und Franchise-Nehmerinnen. Ja? Also die Aufgaben sind sehr vielseitig. Meistens ist es so, dass es sehr stark Marketing- und vertriebslastig ist. Ja? Also über das Controlling muss man nicht so viel entscheiden. Wenn es da ist, ist es gut. Aber eben Marketing, Vertrieb, Weiterentwicklung und auch oft sehr stark in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen, die erbracht werden. Und wie ist die Zusammensetzung eines Franchise-Beirats? Also viele glauben ja, dass der Beirat die Interessensvertretung nur der Franchise-Nehmer ist. Das ist aber grundlegend falsch, sondern wie ich schon gesagt habe, soll ein Beirat die Interessen des gesamten Systems vertreten. Das ist auch die große Herausforderung bei Beiratssitzungen, die ich sehr oft moderiere, ja, dass sozusagen Franchise-Nehmer ein Stück zurücktreten können und nicht die eigenen Interessen im Vordergrund haben, sondern die Interessen des Systems im Vordergrund haben. Ja. Und deswegen setzen sich Beiräte meistens zusammen aus eben gewählten Franchise-Nehmern, quasi von den anderen Kollegen gewählt, aber auch natürlich Vertretern der Systemzentrale und spannenderweise immer mehr auch externe Spezialisten. Ja, also in Bezug auf Produkte, in Bezug auf Dienstleistungen oder Marketing oder auch Franchise-Experten, die in Beiräten mit dabei sind. Ja, die haben dann allerdings meistens kein Wahlrecht, ja, keine Möglichkeit abzustimmen, sondern sind als Experten eben mit dabei. Ja. Frau Martius, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Ausführung. Gerne. Weitere Experteninterviews finden Sie wie immer auch im Franchise-Portal.